Hallo und herzlich willkommen zurück zu Rocket League und diesem wunderschönen Samstag. Und ich habe mir heute mal gedacht, ich nehme mal wieder den Octane. Einfach nur, weil ich es kann. Ich habe jetzt genug Runden mit dem Dominus gespielt, ich nehme wieder einen Octane. Okay, wenn der hingeht, können wir hier hingehen. Oh, war direkt ein schicker Schuss. Und wir spielen in der Solo-Rangliste, okay. Der Huck ist wieder. Ist irgendwie komisch in letzter Zeit. Oh. Das ging ja gut los. Da habe ich ja richtig schon mal gefailt. Oh Mann. Yay. Nicht nochmal. Oh nein. Na. Da hat wieder einer gut den reingelegt. Der Moji mit seinem Drehung hat ihn gut liegen lassen. Und den war ich halt viel zu weit unten. Sehr gut, wäre ich jetzt direkt wieder gefrühstückt hier. Und dann ruckelt es auch noch zwischendurch. Sehr gut. Ach, Jungs. Einer in der Abwehr. So. Dann nehme ich den nicht. Och, und dann kommt hier Leck. Alter, was ist denn das mit der Rocket League in letzter Zeit? Diese kleinen Mini-Lecks zwischendurch. Oh, verdammt. Es ist wieder. Ich verstehe es nicht. Gerade da, wo die Chance da war. Er wurde getroffen, fährt rückwärts. Fährt den ganzen Weg rückwärts. Ich verstehe es nicht, diese ganze Zeit, diese Mini-Lags. Hör auf, Spiel! Ganz so doof bin ich nicht, direkt auf dich zu spielen, wo du da gerade anfliegst. Quetschball! Quetschball! Ja, verdammt, den wollte ich nur weiterleiten und nicht, dass er so liegen bleibt. Nein! Oh, ich war nicht schnell genug nach vorne diesmal. Komm schon, gib Gas. Warum? Warum versuchst du es überhaupt von der Position? Die ist auf jeden Fall falsch. Da bin ich halt nicht hochgefahren, weil es ist kein... Weiß ich... Das schon wieder, ich verstehe es nicht. Ich muss dann, glaube ich, mal meine Aufnahmeeinstellung nochmal ändern. Das kann nicht sein, dass es die ganze Zeit wieder zwischendurch rumruckelt.
Ja. Dann mach ich es auch. Genauso sinnvoll. Und es ruckelt immer noch. Ah, jetzt hat jeder mal richtig böse gefailt. Weil der im Tor hat den auch wieder nicht genommen. Das ist viel zu leer geflogen. Ich hätte ihn halt fast noch gehabt, aber ich war halt zu langsam. Oh Mann. Ich bin. Ich hab ein Eigentor gemacht, aber ich bin halt trotzdem Top-Player in dem Team. Uiuiuiui. Sucht ihr es noch oder? Ah. Kann ich nur hochgehen und hoffen, dass ich den so abwehre. Oh je. Oh je. Da mache ich sogar noch ein Tor. Ergebniskorrektur ein bisschen. Also noch zwei Tore, Ergebniskorrektur. Hätte ich schneller fahren müssen, wäre ich auf den Boden gekommen. Hätte der den hier erwischt. Tja. Schlecht angefangen, dann Mittelspiel auch nicht gut gespielt und am Ende sogar nochmal ein bisschen aufgeholt. What? Was ist denn hier los? Warum habe ich keine Ranks mehr? Hä? Hab ich irgendwas verpasst? Ich hab doch noch Ranks. Warum zeigt sie nicht an? The fuck ist mit den Rocket League Servern los? So. Herzlich willkommen zurück sozusagen. Wow, den könnte man ja direkt mal reporten. Ja, ich habe eigentlich gerade schon drei Runden aufgenommen, einen sogar durch Aufgabe des Gegners gewonnen. Aber da habe ich mit meinen Aufnahmeeinstellungen rumgespielt und es hat nicht funktioniert. Ich hoffe, die funktionieren jetzt. Okay. Da bin ich dumm reingeflogen und dann hat unser Verteidiger nichts hingekriegt. Mal rausgeklärt den Ball. Ach, fuck. Fällt er so weg. Habe ich das hier hinten übernommen? Wie immer, sozusagen. Wie immer. Allerdings gerade zwei Spiele, wo ich eigentlich immer eine Division zu weit oben war. Also ich habe als Challenger 3 im Solo-Playlist mit Challenger 2 gespielt und in der normalen Playlist als Challenger Elite mit Challenger 3. Das war ein bisschen komisch. Insgesamt. Die haben zumindest nicht, glaube ich, nicht durchgekriegt. Aber wenn natürlich niemand trifft. Schade. Und rausgespielt. Und er ist immer noch dort in der Ecke. Immer noch Theorie. Ach, einmal die gleiche Idee wie ich. Und dann ist keiner hinten. Und dann fällt er einfach von oben rein. Und plopp. Und ja. Jetzt bin ich auf der Seite von den Leuten, die keinen Bock mehr haben, bei einem 0-2 und 3 Minuten noch weiter zu spielen. Aus irgendeinem Grund.
Gib dir den anderen die Schuld wahrscheinlich, weil keiner hinten stand, weil wir waren alle im Angriff. Schon keiner hinten. Sehr gut. Gute Spiel. Oh, ich bin alleine. Das ist natürlich interessant. Gute Mates. Gute Mates. Hui, kann ich auch rausgehen. Alleine will ich nicht spielen. Dabei waren die Gegner gerade nicht mal gut. Und die Leute gehen einfach raus. Die waren eigentlich ziemlich grottenkacke. Und da hat jemand so viel Salz in sich aufgenommen, dass er direkt sagt, nö, will ich nicht, gehe ich weg. Verstehe ich nicht. Kann ich nicht nachvollziehen. So gar nicht. So, jetzt sind wir beim letzten Spiel gekommen. Hoffentlich wird das jetzt ein besseres Spiel als das gerade, weil da waren mir meine Mitspieler gar nicht gefallen. So, wir sind wieder im normalen Competitive. Nicht im Solo, sondern im normalen Competitive. Aber komplett ohne Partys. Was ist das gut? Warum willst du schon wieder mir vorbeifliegen? Ich raff's nicht. Warum Leute immer mir den Ball abluchsen wollen von meinem eigenen Team? Sehe ich irgendwie so unfähig aus oder was? Ich verstehe das nicht. Ah, das ist wieder so ein Typ, der die ganze Zeit einfach nur durch die Gegend ballert. Wow. Ach Gott. Das wird anstrengend, die Runde. Habe ich jetzt schon keine Lust drauf, mit denen zu spielen, hätte ich gesagt. Okay, der war schick. Aber das sonstige durch die Gegend fliegen war in vielen Fällen unnütz. Okay, den haben sie auch schlecht abgewertet, muss man dazu sagen. Der war zwar ganz nett geschossen, aber richtig gefährlich war er eigentlich nicht. Den hätte man auch gut abwehren können. Vor allem, wenn man zu zweit im Tor steht. Oh, wow. Ja, aua. Ja, jo, danke. Geh ran! Boah. Würde ich mir eigentlich hier rausklären? Dankeschön. Ist es also den Klärt. Ah, jetzt gehen wir wieder gleichzeitig vor. Ach, verdammte Mistkacke. Och, er kickt mich ernsthaft weg. Wow. Er kickt mich von hinten weg, wieder der eigene. Ich verstehe es nicht, was soll das denn? Diese krankhafte... Ich mach das selber! Ey, meine Fresse. Ich verstehe es nicht. Ja, jetzt kommt er nicht. Okay, jetzt kommt er halt nicht. Ach, komm schon. Ach ja. Das ist ein Spacko. Hoch 10. Lol, wir spielen mit einem 900er Ping. Alles klar. Aber der Alex, ja, der ey. Nimm jeden Ball, ich nehme wirklich jeden Ball. Ja, außer den. Den nehme ich nicht. Wow. Das ist so unlogisch, wann der welchen Bälle nimmt. Oder? Okay, die nimmt da.
Man macht Vorlage in die Mitte. Die nimmt er halt nicht. Aber irgendwelche komischen Bälle, die von sonst wo angeflogen kommen, die schießt er dir weg. Oh, mein Güte. Ich verstehe es echt nicht. Tut mir leid. Das ist gerade außerhalb meiner Vorstellungskraft. Ich verstehe es nicht. Nach welchem System, nach welchem Schema der arbeitet. Ich hole mir jetzt einfach den scheiß Boost hier hinten. Das regt mich auf, sowas. Mitspieler, die einfach null mit einem Team spielen. Nada. Was eigentlich witzig ist, dass es noch funktioniert. Wow. Ich weiß nicht, ob... Also er hat auf jeden Fall safe gemacht, dass es rausgeht. Was war das für eine Idee von ihm? Dass es nicht rausgeht. Ich hätte vielleicht noch rausgequetscht gekriegt. Mit ihm nicht mehr. Oh Mann. Ach ja, komm klar mit dem Boost. Hat er jetzt mal seine Ping wieder normalisiert? Ich hasse solche Spieler, ey. Ja, okay, ne. Ach, die nehmen wir nicht. Wir nehmen nicht die einfachen Bälle. Quatsch. Wir nehmen nicht die einfachen Bälle. Das wäre ja viel zu simpel. Wir springen lieber aufs eigene Tor mit Volker Racho. Und hoffen, dass hier unser Goalie den hält. Anstatt, dass irgendjemand mal anfährt. Scheiß Ball am Anfang. Okay. Wenigstens haben sie den genommen. Und das ist mein Tor. Endlich. Wenn sie mich halt mal spielen lassen. Tada, Tor. Oh Mann, das war vielleicht eine ärgerliche letzte Runde. Habe ich noch einen Traffic Count für bekommen. Yay. Und hier waren die Gegner in einem... Der war unranked. Okay. Merkwürdiges Team. Ich hoffe, das hat jetzt endlich geklappt. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Samstag. In der Hoffnung, dass ihr weniger Salz in euren Spielen haben werdet als ich. Und viel Erfolg!